Herzlich willkommen zurück zum Citybus Manager. Wir sind unterwegs im Oberharz, haben jetzt hier letztes Mal diese Linie hier noch ein bisschen angepasst. Die führt jetzt über Wundenburg bis nach Lehrbach. Und fährt dann hier über Clausthal bis nach Riefensbeck kam, schlagen die uns ja Geld dafür bezahlen. Haben jetzt gesagt, oh, da fahren so wenig Leute mit dem Bus. Ja. Unser Versuch, das Geld auch ein bisschen zu verbessern. Na, mal gucken, ob es klappt. Denn probieren muss man es ja. Was haben wir hier? Das ist ein Restaurant. So ein lustiger Ferienpark. Aber der ist ja auch ganz gut angeschlossen hier. Ja, ansonsten bin ich mir überlegen, wie viel wir hier überhaupt noch spielen. Denn so langsam fühlt es sich tatsächlich schon sehr ausgereizt an. Ich meine, das Unternehmen läuft. Das Geld ist jetzt bald alle, aber das ist nicht schlimm. Wir machen jeden Tag ganz gut Plus. Wenn jetzt hier die Wochentage noch stehen würden, wäre das natürlich auch super. Ich denke mal, Samstag, Sonntag wird ein bisschen dürftiger werden. Aber jetzt müsste man es einfach so ein bisschen laufen lassen. Die Bewertungen sind auch sehr ordentlich. Die Ticketpreise werden gefühlt immer teurer. Ich habe das noch kein einziges Mal angepasst. Es sind immer noch die Urpreise hier. Freut euch, dass ich sie nicht erhöhe. Aber wir wollen ja unsere Bewertung ein bisschen hochkriegen. Da könnten wir eigentlich wirklich mal. Ticketpreise. Oh ja, die Kurzstrecke könnten wir mal so auf 1,60 senken. Und das Wochenticket vielleicht mal auf 25, um das mal so ein bisschen attraktiver zu machen. So. Vielleicht bringt das ja schon ein bisschen was. Sollte in den Einnahmen sich nicht so gravierend auswirken. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Also ein bisschen, ich habe mal eben geguckt, was man noch so freischalten kann. Der Schichtplan fehlt natürlich noch. Den haben wir noch nicht gesehen. Muss ich wieder ein bisschen zuweisen hier. Forschung. So, was können wir noch machen? Also, tausende Busse, die wir gerade nicht brauchen. An den Upgrades haben wir fast alles. Dann fehlt hier noch das zweite Bushaltestellen-Upgrade und die Mobile-App. Die wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Aber ansonsten haben wir hier die Sachen soweit alle erforscht. Das hier wird sicherlich immer wieder ein bisschen besser werden, genauso wie das Einsatzgebiet. Der Schichtplan wäre dann halt noch so eine Sache mit 175. Ne? Das, also der Schichtplan und die Mobile-App. Das sind beides jetzt noch so Geschichten. Also ich mache mal wieder schneller. Ansonsten, von den Linien her, wüsste ich gerade auch gar nicht, was wir noch groß machen sollen. Außer der Anbindung nach Goslar. Aber da haben wir bisher halt auch nur einen sehr kleinen Teil. Da müssten wir nochmal nach Norden gehen, um da dann wirklich Kundschaft abgreifen zu können. Von daher denke ich nicht, dass das jetzt noch allzu viele Folgen werden. Wir sind jetzt in Folge 9. Ging jetzt eigentlich echt schnell, muss ich sagen. Aber ich meine, es ist ja noch Early Access. So lange ist es auch noch nicht draußen. Von daher ist das alles gut. Das ist keine Kritik am Spiel. Es geht in die richtige Richtung. Immer noch unter dem Durchschnitt, ja. Warum denn? Viel mehr können wir nicht anbieten. So, es ist jetzt 12 Uhr und wir haben 3,7 GB verbraucht. Das heißt, wir sollten hier auf 16 GB hochgehen. Vielleicht müssen wir für heute nochmal nachkaufen. Oh, das war nicht so gut. Der ist nämlich von der Tankfüllung her nicht mehr so berauschend. Das sollte aber nicht passieren. Okay, Schicht ist zugewiesen.
Das ist jetzt hier schon pausiert. So, weiter geht's. Ah, er wird erst getankt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weg. Neue Schicht. Vorne direkt. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen was kommen. Wie gesagt, dieser Manager, dieser Part hier, der muss noch ausgebaut werden, finde ich. Dann werden wir noch mal, müsste man ja noch mal ausprobieren, wie ist das auf so einer großen Karte. Wie gesagt, ne, Berlin mal so als Beispiel. Wie viel Stadt hier haben wir jetzt ja wirklich kaum Bewohner auf dieser Karte. Das heißt, die Überlastung ist kein Problem. Hier ist eher die Herausforderung, dass sich die Fahrten überhaupt lohnen müssen. Ja, das ist eigentlich, das bildet das schon ganz gut ab, denke ich. Schon mal sehr cool. Ja. Aber ich glaube, es wird jetzt kein Projekt hier mit 30, 40 Folgen. Vielleicht machen wir noch so ein bisschen. Geht halt jetzt auch sehr schleppend voran. Ne? Hier, die nächsten Aufträge sind 6 und 2. Da kann man jetzt halt auch nicht viel machen, außer das Spiel halt jetzt laufen lassen. Das ist dann halt für Let's Play immer ein bisschen lahm. Zumal die jetzt auch nicht sonderlich schnell vergeht, die Zeit. Also ja, vielleicht wird das schon die letzte Folge. Dann sehen wir den Schichtplan nicht mehr. Aber nach 175, wir müssen noch 45. Das hier ist einfach nur abwarten. Und das ist jetzt so ein bisschen Gambling. Wenn wir die Sitze hier erforscht haben, die Premium-Sitze, das dauert aber auch noch ein bisschen. Und dann wieder beim Thema Zeit. Könnte eigentlich mal einen zweiten Schreibtisch noch einbauen. Einen Drucker hat man noch gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir den brauchen, aber... Konferenztisch. Nein, wir haben ja so viel Platz. Können wir auch hinstellen. Stehschreibtisch, der wäre jetzt allerdings tatsächlich noch ein bisschen sinnvoller. Dann können nämlich auch beide Forscher arbeiten, die wir haben. Oh, der hat auch keinen Sprit mehr. Egal, wir weisen mal zu, aber bitte vorher noch tanken. Schmutzig ist er auch. Ach, da wäre noch einer gewesen. Na toll. Der kann auch mal eben getankt werden. Wann muss der? 17.40 Uhr. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Nicht besonders bequem, aber ausreichend für kurze Strecken. So, Preise für Ersatzteile sind um 10% reduziert. Zack, der kann auch nochmal fahren. Ach, der war jetzt doch nicht mehr. Er hat seine Zuweisung verloren. Okay. Und tschüss. Dem Bus geht's gut. Ja gut, die Premium-Sitze. Und dann haben wir auch alles schon ausgerüstet, was man ausrüsten kann. Oh, Internet leer. Da müssen wir wohl nochmal 4 GB dazu kaufen. Das heißt, wir sind jetzt bei 12. Temperaturdauer ist reduziert. Ist auch schön. Also stand ja, dass noch Zufallsereignisse kommen sollen. Ich glaube, das peppt das Ganze nochmal ein bisschen auf. Jetzt hat man ja nur die kaputten Busse, quasi. Aber ja, es ist okay, ne? Busverschleiß reduziert, sehr gut. Also das geht jetzt hier alles ratzfatz. Und wir haben die neue Kachel bekommen. Gucken wir mal. Nach Süden. Oi. Osterode am Harz, ja. Jetzt können wir eine Ringlinie draus machen. Ja, die könnte dann hier so im Kreis fahren. Oi. Ja gut, das gibt natürlich jetzt nochmal richtig viele Möglichkeiten hier. Um mehr Geld zu scheffeln und das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen.
Oh, da habe ich natürlich jetzt schon Bock drauf. Wildemann würde ganz gerne angebunden werden. Ja, da haben wir halt schon eine Bahnstrecke, also schon eine Linie. So. Osterode, da geht's ab. So, da kriegt man mal so ein Gespür dafür, was passieren kann, wenn man hier ein bisschen größere hat. Wir starten mal hier in Gittelde. Und fahren jetzt hier durch Badenhausen durch. Zack. 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 Was ist das denn hier eigentlich? Katzenstein. Dann können wir hier halten. Boah, dann müssten wir hier eigentlich mal ins Zentrum fahren. Sind jetzt hier hinten. Achso, dann fährt der Bus wahrscheinlich nochmal hier lang ans Zentrum. Ist das vielleicht sogar ganz sinnvoll? Schneller Weg. Aber wir können ja jetzt hier richtig reinfahren, ne? Zack. Bei Osterode ist, glaube ich, einmal komplett rum Einbahnstraße. Ja, fährt er trotzdem. Wettenbusch. Umweg. Zack. Dann können wir eigentlich bis zur alten Harzstraße fahren und dann ist auch gut, ne? Dann haben wir unseren Weg hier ein bisschen. Dann hätten wir hier eine Anschlussstelle. Dann können wir hier weiter sogar bis nach Clausthal fahren. Beziehungsweise könnten wir dann noch eine Linie machen, die dann hier direkt hochfährt. Lehrbach. Wobei, Lehrbach haben wir doch schon angeschlossen. Dann verlängern wir die andere noch. Oh, wir verlängern die andere noch. Die ja schon bis hier fährt. Dann fährt die bis hier. Das heißt, wir nehmen den wieder raus. Dann fahren wir einfach bis hier. Ja, den Schlenker nehmen wir mit. Und dann kann unsere andere Strecke hier bis Lehrbach fahren. Das gefällt mir. So, das ist die 700. Wenn wir auch Linie 7 und so weiter lassen können, ne? So. Okay. Das ist natürlich doof, dass wir jetzt wieder die Samstagsprognose kriegen. Wir machen das erstmal so. Ich kann nicht gucken, wie viele Busse wir brauchen. Pause. So, das heißt, wir brauchen neue Busfahrer und neue Busse. Das heißt, es wird mal wieder Zeit für ein Straßenupgrade hier. Bauen. Straße. Oh, hier passen nur die mittleren, glaube ich, hin. Nee, den großen hat man ja schon gebaut. Genau, dann passt das ja hier sehr gut. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Busplätze wir brauchen. Wir machen mal 3. Auf dem Marktplatz. Dann gucken wir mal, dass wir hier 3 Zitos wieder kriegen. Die anderen werden noch ein bisschen teuer sonst. So, dann brauchen wir wieder Personal. Busfahrer. Wir brauchen 3 Spinde. Spinde, Spinde. Halle. Hier noch Platz. 1, 2, 3. Personal, Busfahrer plus 1. Eieieiei. 2, 3. So. Dann zuweisen und gib ihm.
Natürlich jetzt ziemlich weit weg vom Depot, aber hier denke ich, kriegen wir schon ein paar Fahrgäste. Da wir jetzt ja einmal fast ganz Osterode versorgen. Ach so, ich wollte noch die eine Linie anpassen. Die lila, ne? Also die Linie kriegt man hier echt gut raus. Dann muss ich das hier nicht groß merken. Arbeiten. So. Lehrbach Grubenweg. Wir nehmen mal das alles raus hier. Weiß nicht, ob das notwendig ist oder ob er das erkennt, wenn man an einer Seite was anpasst. So, Lehrbach Grubenweg, wo bist du? Dann kann er bitte hier noch hinfahren. Und da hinfahren. Ach, jetzt macht er das wieder irgendwo anders hingepackt. Oh, nee. Grubenweg. Nochmal. Dann kann er bitte hier hinfahren. Und da hinfahren. Akzeptieren. Ja. Bestätigen. So, dann haben wir nämlich hier den Anschluss. Und damit kann man jetzt hier einmal im Kreis fahren. Ne? Man kann jetzt hier hinfahren. Von da aus kann man hier nach Hahnklee fahren. Von da aus kommt man hier ganz rum bis nach Bad Grund. Und von da aus kann man hier nach zu diesem Bahnhof fahren. Und von dem Bahnhof kann man hier nach Osterode fahren. Und dann guckt man wieder hier an. Ha. Na, wenn das jetzt kein Geld in die Kassen spült, dann weiß ich auch nicht. Wie weit kommt man denn raus? So weit kommt man nur raus. Sie machen noch alle Gewinne. Verspätung hält sich in Grenzen. Ja, und dann setzen wir die großen Busse dann auch eher auf der neuen 700er Linie ein. So, was haben wir hier? Postfach. Sehr zufrieden. Wunderbar. Das freut mich. Aber du kannst trotzdem ein bisschen mehr Geld verdienen hier. Sonst kommt die nächste Mail wieder. Ich bin total unzufrieden. So, gucken wir mal hier. Wir haben es geschafft. So, Baum hat gezeigt, lieber einmal voll machen hier. Na, das war nicht dumm. Oh, können wir jetzt doch auf. Jetzt, hier können wir noch nicht, ne? Hier können wir noch nicht. Lieber einmal voll tanken hier. Mit waschen. Passt. Tanken, reinigen, waschen. Der braucht alles. Der braucht. Na komm, wenn wir schon mal dabei sind. Könnt ihr mal ein bisschen was tun hier fürs Geld? Sehr gut, sehr gut. Fahrten, ne? Das ist jetzt wirklich eigentlich nur noch ein Grinde. Das sind wieder nur 2 und 5. Das heißt, die 175 sind noch lange weg. Forschung. Ja, auch das ist jetzt ein Grind, da muss man auf 180 warten. Ja. Ich würde sagen, das hier wird die letzte Folge. So, wie es mir tut, aber es ist wirklich ein schönes Spiel und es ist, glaube ich, auch ein tolles Feierabendspiel, muss man so zu sagen, weil es ja doch recht leicht von der Hand geht. Man ja auch zwischendurch einfach mal Phasen hat, wo man einfach mal nichts macht. Ja, 22.000 haben wir plus gemacht gestern. Das ist schon ordentlich. Gut, Samstag wird ein bisschen weniger sein. Da werden auch weniger Fahrten gemacht. Das heißt, das hier geht auch wieder langsamer. Aber ich würde sagen, wir machen einfach diese Folge ein bisschen länger.
Machen wir das so. Wir machen die Folge hier ein bisschen länger und dann wird es die letzte. Dann habt ihr auch einen ganz guten Einblick in das Spiel bekommen in diesen neuen Folgen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, hier nochmal wieder zurückzukehren, wenn dann das Spiel sich noch ein bisschen mehr entwickelt hat. Aber ich finde es halt cool, dass man wirklich weltweit jede beliebige Stadt nehmen kann. Wie cool ist das? Du kannst hier im Oberharz einfach mal den Busverkehr planen. Warum sind wir eigentlich hier noch nicht? In welchem Spiel geht das schon mal? Den Zeitsprung ist halt auch ein bisschen komisch, dass er den jetzt immer noch anbietet, obwohl wir ja Touren haben, die fahren in der Nacht. Und dass die auch nicht nach Hause gehen. Das ist auch so ein bisschen komisch. Schichtbahn waren 180, ne? Ja. Andere waren irgendwie 170, 175. Das dauert mir dann wirklich noch zu lange. Bin ich so ungeduldig. Zumindest für ein Let's Play. So für nebenbei mal ein bisschen laufen lassen, ist das alles wunderbar. Aber alles andere. Ja. So, jetzt geht's ab hier. Ich sehe nicht mal, welche Schicht das ist. Doch, hier 300, okay. 600. Passt. Oh, so ein paar mehr Infos an manchen Stellen wäre noch ganz gut. Ansonsten bin ich mal gespannt, was hier noch alles so hinzukommt. Und oft gesagt, dieser Bereich muss auf jeden Fall noch ausgebaut werden. Vor allem, dass man weiß, was ist jetzt wofür. Ich weiß nicht, der baut jetzt zum Beispiel auch keinen Stress wieder auf, ne? Obwohl er da sitzt. Oder sie. Die übernachten einfach alle hier. Ist schon traurig. Ja, wunderbar. Die freuen sich hier. Und die 100. 600. 500. Zack. Dann macht sich die Flotte gleich auf den Weg. Die Busse hier haben natürlich jetzt auch eine extrem lange Anreise. Ne? Ich denke mal, auch diese Kartenerweiterung braucht man halt, wenn wir dichter besiedelten Städten halt nicht. Aber hier ist halt viel Wald dazwischen. So, Internetvertrag. Genau, hatte ich ja erhöht auf 16 GB. Das ist auch ganz gut. Ach, ja genau, dann kann man hier wieder 8 dazu kaufen. Aber es ist immer die 50%, die man dazu kaufen kann, scheinbar. Da war es letztes Mal auch 8, die ich dazu gekauft habe. Bin mir gar nicht mehr sicher. Kaum ausgelastet, dann mach Urlaub. Oh Mann. War ein Busfahrer, oder? Ja. Gut. Habe ich doch zu viele eingestellt. Ich war mir nicht mehr sicher, wie viel wir brauchen. Oh, wie sieht der Bus denn aus? Ekelhaft. Dachte, ich hätte ja alle durchgeguckt. Aber ja, sie fahren auch auf Stellplätze, die zu groß sind. Das ist schon mal gut. Wäre sonst auch ein bisschen dumm, ne? Und die Busse haben auch keine festen Stellplätze. Also da hinten wurden jetzt hier vorne hingestellt. Auch das ist sehr vernünftig. Was natürlich ein bisschen schwieriger macht, hier den Überblick zu behalten. Gut, dass die da noch reinpassen, ne? Da der vorherige Fahrplan dem Fahrgastaufkommen nicht optimal entsprochen hat, haben wir den Fahrplan abgeändert. Dieser gilt ab morgen. Ja. Könnt ihr gerne machen. Probiert euch aus.
Aber das finde ich auch schön. Also diese Aufträge sind ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man denen keine bestehenden Linien zuordnen kann. Na, wenn man jetzt... Plus 4 Minuten Verspätung. Plus 77. 77 Minuten Verspätung. Was ist denn da passiert? Da 23. Wow. So, auch die haben Änderungen im Fahrplan vorgenommen. Genau, also dass man, wenn man jetzt hier auf die Karte geht und auf die Linien, wenn auf neue Linie geht, dass man jetzt nicht sagen kann, wir haben ja eine Wildemann-Haltestelle, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ich ordne dem jetzt hier, muss eine neue Linie machen, ja. Dass ich dem jetzt nicht diese Linie schon hinzufügen kann, weil das ist genau die Linie, die den halt entsprechen würde. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich die Kohle abgreifen will, muss ich die Linie löschen und nochmal neu machen. Was ja irgendwie nicht Sinn der Sache ist. Ach, wir sind jetzt schon im Plus. Wunderbar. Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wir am Wochenende miese machen, aber das ist gar nicht so. Sind wir schon bei 57% ÖPNV-Benutzung. Pünktlich. Und ich muss sagen, diese Bewertungen hier, die sind echt vielfältig und wirken auch wirklich so, als könnten das welche sein. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Oh, jetzt wird hier aber das Servicezentrum langsam mal ein bisschen bevölkert. Schicht für die 700. Die 700 kriegt jetzt mal hier so einen großen Bus. Auch noch einen? Ja, hier. Ja, das passt. Service perfekt. Also langsam wieder den Schichtwechsel hier. Gut, dass wir zwischendurch mal die Mission mit diesen 36 Trophäen hatten. Sonst wird das hier ja überhaupt nicht vorangehen. 600. 200. Und gleich sind hier die Busse ganz gut unterwegs. Wir können ja auch mal gucken. 700 macht ja schon mal ganz gut Plus. Interessant, dass man hier eine andere Ansicht hat als hier. Die finde ich schöner. Worauf wartet der jetzt hier? Was ist die Endhaltestelle? Oder? Bin ich sicher. Schwupp. Auf dem Schichtplan entfällt das. Dann hat man noch weniger zu tun. Ja. Ich würde sagen, in dem Moment, ach, die Premium-Sitze hatten wir noch. Könnten wir jetzt auch noch für alle Busse nachrüsten. Das machen wir eben noch hier ein paar Premium-Sitze nachrüsten. Kein Problem. Gucken, wann er das macht. Da geht's los. Machen wir den ersten mit Premium-Sitzen. Arbeitsauslastung ist zu hoch. Komm, Urlaub. Ja. Komm später nochmal wieder. Ja, der ist jetzt voll ausgerüstet. Mehr geht nicht. Haben wir das jetzt auch nochmal hingekriegt?
Ja, ansonsten, der Samstag läuft eigentlich soweit ganz gut. Wunderbar. Und das mit dem Aufrüsten funktioniert aber auch ziemlich gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen oder nein? Komm, die 1500 Fahrkarten, die wollen wir jetzt eben noch haben. Guck mal, der kauft jetzt zum Beispiel ein Wochenticket. Geht trotzdem nicht hoch. Die 1500 Fahrkarten, die machen wir noch. Und dann gucken wir noch mal, was da dann als Neuestes hinzukommt. Und dann soll es das auch gewesen sein. Der Konferenztisch hier habe ich auch noch nicht gesehen, dass der immer irgendwie benutzt wird. Tickets noch. Da muss eigentlich mal wieder aufgetankt werden. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir es geschafft. Und dann gibt es hier 13 Trophäen mit 3920 Fahrgästen an einem Tag. Es ist jetzt 17 Uhr. Das heißt, das wird erst an einem Wochentag was werden. Aber da ist das durchaus möglich. Das ist jetzt zumindest eine Vermutung von mir, dass samstags weniger fahren. Ja, guck mal hier, das sind Freitag deutlich mehr Tickets gewesen. Aber diese Subventionen braucht man auch, ne, um Gewinn zu machen. Ansonsten ist es eine ziemlich knappe Kiste. Die Pünktlichkeit auf 500 ist noch verbesserungsfähig. Wir würden uns wünschen, dass Sie sich um das Problem kümmern. Strafe 455 Euro. Ui, 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 ui. Ja, gut. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Projekt wieder. Schaut hier auch gerne mal rein, baut den Busverkehr in eurer Heimat an einem Ort eurer Wahl weltweit möglich. Wie gesagt, Deutschland ist mir zu langweilig. Ich möchte das irgendwie in Neuseeland machen. Dann geht das natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem nächsten Mal.